Ich fange mit einer Frage an. Wer findet seinen Beruf cool und wer mag seinen Beruf? Sehr gut. Einige von euch. Wenn du jetzt die Hand nicht oben hattest, darfst du dir kurz vorstellen, dass du deinen Traumjob hättest, okay? Wie würdest du deinem besten Freund erklären, warum genau das dein Traumjob ist, beziehungsweise warum du deinen Beruf so cool findest? Na, vielleicht sagst du Sachen wie, hey, ich arbeite für eine Firma, die Vision und die Werte dieser Firma, die stimmen genau mit meinen eigenen Werten überein. Das finde ich richtig cool. Oder du sagst, ich bin Lehrer und ich liebe es, wenn ich sehe, wie die Kinderaugen leuchten, wenn ich unterrichte. Oder du sagst, hey, ich arbeite für eine Firma, da kann ich wirklich meine innersten Überzeugungen und Gefühle ausleben. Und vielleicht habt ihr schon mal sowas gehört. Ich würde wahrscheinlich meinen Beruf als Gebetshausmissionar auch teilweise so erklären. So, jetzt stellen wir uns kurz vor, wir fragen jemanden, der in den 50er Jahren gearbeitet hat. Ein Landwirt. Wir machen es konkret. Wir fragen den Gruber Sepp. Den Sepp Gruber interviewen wir und sagen, hey, Herr Gruber, Sie haben vor 50 Jahren den Hof Ihres Vaters übernommen. Warum haben Sie das getan? Wie passt dieser Beruf zu Ihrem Charakter? Wo können Sie hier Ihre Überzeugungen ausleben und wo finden Sie diese tiefe Erfüllung? Also ich glaube, der Gruber Sepp wird die Frage nicht ganz verstehen. Also ich glaube, wir müssten nachfragen, okay, Herr Gruber, fanden Sie Ihren Beruf denn sinnvoll? Und dann wird er wahrscheinlich sagen, naja, ich habe den Hof von meinem Vater übernommen, weil das macht man halt so und ich habe genug Geld verdient, ich habe meine Familie versorgt, unser Haus haben wir weiter ausgebaut und ich habe meine Kinder zur Schule geschickt. Also von dem her war es bestimmt sinnvoll. Seht ihr, wie unterschiedlich der Herr Gruber und wir heute definieren würden, was ein guter und erfüllter Job ist? Während er höchstwahrscheinlich mit äußeren Verpflichtungen und Motiven geantwortet hätte, ich versorge meine Familie, ich schicke meine Kinder zur Schule, würden wir höchstwahrscheinlich mit inneren Motiven beantworten. Also ich fühle mich erfüllt in diesem Job. Ich kann hier meine Überzeugungen ausleben. Und das ist nicht nur im Beruf so, sondern ich glaube, das Verständnis eines erfüllten Lebens hat sich verlagert. Weg von den Erfüllung äußerer Verpflichtungen hin zu der Erfüllung innerer Sehnsüchte. Und diese Verlagerung nach innen klingt vielleicht erstmal gar nicht so bedeutsam, aber sie ist tatsächlich das Hauptmerkmal unseres heutigen Zeitgeistes. Und diese Veränderung beeinflusst alles, wie die Gesellschaft funktioniert, wie wir uns als Menschen verstehen, wie du ganz persönlich Erfüllung suchst, deinen Beruf wählst, Beziehung lebst. Ja, dieser nach innen gekehrte Blick hat auch positives Potenzial. Wir haben ja gestern auch von Sebi gehört, wie wichtig ein gesunder Blick nach innen ist, gesunde Selbstführung ist. Aber ich glaube, dass es in unserer heutigen Zeit bereits gekippt ist. Wir drehen uns nur noch um uns selbst. Es geht nur noch um uns. Wir drehen Selbstverwirklichung, nur noch das eigene Glück. Und ich glaube, dass viele der Probleme unserer heutigen Gesellschaft diese Verwirrung und Orientierungslosigkeit, die wir oft sehen oder selbst merken, sind auf dieses Denken zurückzuführen. Ich will mit euch heute darüber sprechen, wo dieses Denken herkommt, was für Herausforderungen es mit sich bringt und wie wir gesund damit umgehen können. Und dabei ist es wichtig zu verstehen, dass nicht nur die da draußen so denken. Also ich habe mich total ertappt gefühlt beim Vorbereiten dieses Vortrags. Und ich glaube, wir schwimmen alle in den Gewässern dieser Zeit. Okay, wo fängt das an? Wie ist diese Verlagerung passiert? Der Philip Reeve, ein amerikanischer Soziologe, und da hat sich in den 60er Jahren bereits damit beschäftigt, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wo finden wir unsere Identität? Wo holen wir unsere Identität her? Und er meinte, dass wir früher diese Identität im Außen gesucht hatten. Also im alten Griechenland zum Beispiel gab es das politische Selbst. Der politische Mensch hat in Aktivitäten im öffentlichen Leben oder im Forum oder in der Politik seine Identität gesucht. Dann im Mittelalter gab es das
religiöse Selbst. Und der religiöse Mensch hat sein Selbstverständnis in religiösen Aktivitäten gesucht, in regelmäßigen Messbesuchen, in dem Feiern von Feiertagen oder auf Pilgerreisen. Danach kam das wirtschaftliche Selbst und der wirtschaftliche Mensch hat über Geld verdienen, über Produktion und über Handel sich identifiziert. Und heute, meint Philip Brief, sind wir im Zeitalter des therapeutischen Selbst. Und zum ersten Mal suchen wir unsere Identität nicht in nach außen gerichteten Aktivitäten, sondern in der inneren Suche nach persönlicher, psychologischer Zufriedenheit. Es hat sich verlagert. Und dieses nach innen gekehrt, also der kanadische Philosoph Charles Taylor hat in seinem Buch Ein säkulares Zeitalter geschrieben, wie wir im Westen von einer Kultur der Autorität zu einer Kultur der Authentizität wurden. Also früher wurde von außen bestimmt, was wir tun sollen. Heute wird von innen bestimmt, was wir tun wollen. Wir haben uns befreit von diesen äußeren Autoritäten. Und es ist interessant, diese Narrative der Befreiung des Individuums hin zu einem authentischen Selbst, das ist Thema von fast allen großen Denkern der letzten 200 Jahre gewesen. Also die großen Philosophen von Rousseau, Descartes, Marx oder Nietzsche bis hin zu den Psychologen wie Sigmund Freud hatten das als Thema. Und ich will euch heute zwei der einflussreichsten Denker vorstellen, damit wir sehen, wo unser heutiger Zeitgeist herkommt. Und wir fangen mit diesem netten jungen Herrn an. Das ist Jean-Jacques Rousseau, ein Genfer Philosoph aus dem 18. Jahrhundert und einer der bedeutsamsten Vorreiter der Aufklärung. Und es war ein sehr interessanter Charakter, weil viele seiner Zitate würden perfekt in unsere heutigen Zeit passen. Der war seiner Zeit voraus. Zitate wie, vertraue eher deinem Herzen als deinem Kopf. Oder, der höchste Genuss liegt in der Zufriedenheit mit sich selbst. Das könnte doch perfekt unter dem Instagram-Post eines Gen-Z-Influencers stehen, oder? Der höchste Genuss liegt in der Zufriedenheit mit sich selbst. Hashtag Self-Love. Aber eines seiner berühmtesten Zitate ist folgendes. Er hat gesagt, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Und das ist diese Narrative von, okay, wir Menschen sind in Zwängen und wir müssen ausbrechen, um frei zu sein und authentisch zu leben. Und in Rousseaus Welt ist der Mensch an sich gut. Tief drin, im ursprünglichen Zustand, wir sind freigeboren, sind wir gut. Und erst die Gesellschaft, erst das Außen, korrumpiert uns. Erst in der Gesellschaft gibt es Vergleich, gibt es Stolz, gibt es Neid, gibt es Gier. Und um frei und authentisch zu sein, müssen wir wieder zu diesem heilen Kern in unserem Inneren finden. Soweit zu Rousseau. Wir spulen ein bisschen vor, zu 100 Jahre ungefähr, zu diesem gut aussehenden Mann. Ich fand, die Bilder von damals sind schon immer ziemlich cool, ne? Wie er so dasteht mit der Zigarre, das ist schon cool. Sigmund Freud. Und seine These war ja, dass unser stärkster Trieb, unser wichtigster Trieb, unsere Libido ist. Und für ihn war das nicht nur die Sehnsucht nach Sex, sondern die Sehnsucht nach Genuss generell. Und er dachte, dass die Verdrängung dieses Triebes die Grundlage aller Neurosen ist. Also grob übersetzt, der Grund, warum du unglücklich bist, ist, weil dir andere sagen, was du nicht tun darfst. Und wenn wir jetzt diese zwei Gedanken, diese zwei Männer kombinieren, dann ist es ziemlich einfach zu sehen, wo die Reise hingeht. Also wenn ich hier drin eigentlich gut bin und die Welt das Problem ist da draußen, und ich unglücklich werde, wenn ich diese innersten Sehnsüchte verdränge, naja, dann, um frei und authentisch leben zu können, muss ich meine innersten Gefühle und Sehnsüchte ausleben können und dürfen.
Und die Institutionen, die früher, wo der Mensch früher seine Identität gesucht hat, indem er sich hat in sie einbauen lassen, werden plötzlich zur potenziellen Bedrohung seiner Freiheit, weil sie ihm ja Regeln aufdrücken. Das Bild stellt sich komplett auf den Kopf und diese Institutionen, die früher das Individuum geformt haben, da gab es halt Richtlinien, da gab es Disziplinen, die einem Mensch erlaubt haben, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Diese Orte sind jetzt vielmehr zu Plattformen der Performance geworden. Sie müssen dem Menschen dienen, sie müssen uns dienen, damit wir unser authentisches Selbst ausleben können. Und das sehen wir heute überall in der Gesellschaft. Ein paar Freunde von mir sind in der Wirtschaft noch unterwegs und haben mir erzählt, wie zum Beispiel Bewerbungsgespräche sich in den letzten 10 Jahren komplett verändert haben. Früher kam der Bewerber noch und hat versucht zu zeigen, was er alles mitbringt, wie er ein Mehrwert sein könnte für die Firma und warum genau er oder genau sie diesen gut bezahlten Job bekommen sollte. Heute kommen Bewerber oft und fragen direkt, was die Firma denn ihnen geben kann. Ne? Gibt es eine 4-Tage-Woche? Kann ich auch von zu Hause auch ausarbeiten? Kann ich mir Überstunden ausbezahlen lassen? Wie sieht es mit Flextime aus? Es hat sich komplett gedreht. Auch in der Bildung sehen wir diesen Trend. Die Universitäten, also vor allem die Geistes- und Kulturwissenschaften, waren früher dafür zuständig, dass sie uns mit verschiedensten Ideen konfrontieren, dass sie uns verbindliche Werte vermitteln, dass sie uns vorbereiten, irgendwann ein Mehrwert für die Gesellschaft zu sein. Heute wird vielmehr gelehrt, wie können wir gesellschaftliche Strukturen hinterfragen, wie können wir sie dekonstruieren, weil also dieser kritische Blick, weil das da draußen ist ja böse und ich bin ja eigentlich gut. Und dieser Hang zur Dekonstruktion, den finden wir auch in unseren Kirchen und Gemeinden. Das ist dieser skeptische Blick. Ne? Wir haben eine Skepsis gegenüber alten Traditionen, alten Regelwerken. Die Einflüsse und Strukturen da draußen dürfen uns nichts mehr aufdrücken, sie dürfen uns nicht mehr vorschreiben, sie dürfen uns nicht mehr formen, sondern sie müssen uns dienen, damit wir uns frei entfalten können. Ihr seht, ja, und das Verrückte ist, ja, dass sogar dein eigener Körper muss unter Umständen angepasst und verändert werden, wenn er deinem inneren Gefühlszustand nicht entspricht. Wir sind mitten in dem Zeitalter des therapeutischen Selbst. Oder wie Charles Taylor es nannte, im Zeitalter des expressiven Individualismus. Also deine Identität ist, deine Gefühle sind entscheidend für deine Identität als Individuum und die Fähigkeit, diese Gefühle auszuleben, ist deswegen wesentlich für ein authentisches Leben. Expressiver Individualismus. Just do it. Folge deinem Herzen. Sprich deine Wahrheit. Lebe keine Lüge. Man könnte meinen, dass wir es geschafft haben. Wir haben uns entledigt von äußeren Zwängen. Endlich können wir unsere innersten Gefühle ausleben und ein glückliches Leben führen. Endlich können wir genau den Beruf wählen, der zu unseren Werten passt und der in unsere Lebenssituation gerade passt. Endlich darf uns keiner mehr was vorschreiben und wir dürfen angstfrei leben. Unsere neue Generation ist so frei und so glücklich wie noch nie. Also ich glaube, ihr seht, diese Statistiken zeigen, dass unter dieser glänzenden Oberfläche irgendwas faul geworden ist. Also dieses erhoffte Glück, das erfüllte Leben scheint irgendwie nicht einzutreten. Und das ist interessant, weil die Gedanken sind ja an sich positiv und enthalten auch genuin christliche Ideen. Also der christliche Glaube ist ja ein Glaube, der das Individuum hervorhebt. Also Gott hat dich geschaffen. Gott hat eine persönliche Beziehung zu dir. Er hat dich beim Namen gerufen, du hast Wert und du hast Würde. Und auch wie Rousseau sagt, dass Kinder freier sind, stimmt ja. Ne? Wir haben erst im Alter mit mehr Zwängen zu kämpfen. Und auch Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Und Jesus verurteilt oft die Heuchler, die nach außen anders sind, als was sie hier innen haben.
Ich will diesen Zeitgeist nicht nur verteufeln. Es gibt ja einen Grund, warum er sich so entwickelt hat. Und jede Epoche hat so ihre Wahrheiten und ihre positiven Erkenntnisse. Aber ich glaube, es ist nicht schwer zu sehen, dass hier irgendetwas gekippt ist. Irgendwas ist schräg geworden, das Pendel schon zu weit ausgeschlagen. Der Untertitel unserer Konferenz ist Deine Reise heimwärts. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir gar nicht mehr wissen, wo dieses Zuhause ist. Wo viele einfach auf sich selbst gestellt sind, nicht wissen, wohin. Und es ist auch schwer, den richtigen Kurs einzuschlagen, wenn du nicht weißt, auf was für Gewässern du dich bewegst. Und deswegen ist es so wichtig, die Gewässer unserer Zeit, die ich gerade versucht habe zu erklären, zu verstehen. Es geht nicht darum, zurück zu den guten alten Zeiten zu kommen, die hatten auch ihre Probleme, sondern es geht darum, zu lernen, diese Gewässer gesund zu navigieren. Und ich finde Gewässer eine gute Metapher, weil stell dir vor, du bist auf hoher See und du siehst nichts als Wasser, nichts als Wellen. Du bist eigentlich frei, kannst hinfahren, wohin du willst, aber du bist komplett orientierungslos. Du weißt nicht, wo zu Hause ist. Und deswegen brauchen wir, wie die alten Seefahrer, Fixsterne, die uns Orientierung geben. Und ich will euch heute 3 Fixsterne mit an die Hand geben, die euch hoffentlich helfen, diese Gewässer des expressiven Individualismus zu navigieren. Und wir fangen mit dem ersten Stern direkt an. Sinn ist wichtiger als Glück. Ich habe vor 2 Wochen einen TED-Talk angeschaut von Niall Wilson. Und Niall Wilson fängt so an. Sagt, hallo, ich bin Niall Wilson, 26 Jahre alt und Ex-Kunstturner. Mit 20 wurde ich zum olympischen Medaillengewinner und war zu dem Zeitpunkt bereits mehrfacher europäischer und Commonwealth Champion. Ich bin verantwortlich für den am schnellst wachsenden YouTube-Channel Großbritanniens mit 1,5 Millionen Abonnenten und 350 Millionen Klicks weltweit. Ich habe eine Handvoll lukrativer Unternehmen gegründet und außerdem sehe ich extrem gut aus und bin außerordentlich intelligent. Und da habe ich mal kurz Pause gedrückt und dachte, Moment, den Typen google ich jetzt mal. Und ich habe ihn gegoogelt und dachte so, krass, okay, das stimmt alles, was der gesagt hat. Also, das sah auch gar nicht so schlecht aus, muss man ehrlich zugeben. Und ich habe weitergeschaut. Niall machte eine kurze Pause und sagte dann, Entschuldigung, ich glaube, ich muss von vorne anfangen. Hallo, ich bin Niall Wilson, bin 26 Jahre alt und leide schwer an Depressionen. Und ich bin selbstzerstörerisch. Als ich auf höchstem Niveau Sport trieb, verbrachte ich 4 bis 5 Nächte die Woche im Casino, alleine. Wenn ich anfange, Alkohol zu trinken, kann ich Tage oder Wochen nicht damit aufhören. Ich bin meinen Ex-Freundinnen fremdgegangen. Ich rauche, obwohl ich es nicht will. Ich kann nicht gut schlafen. Und ich sitze gerade ein 12-monatiges Fahrverbot ab. Dieser Twist hat mich berührt. Und ich glaube, Niall Wilson ist ein extremes Beispiel dessen, was wir in unserer heutigen Gesellschaft beobachten bzw. selbst erleben. Dieses Hinterherhecheln von eigenen Träumen und dem Glück, nur um festzustellen, dass nach einigen Highs und temporären Erfolgen sich wieder diese tiefe Leere und Orientierungslosigkeit breit macht. Kennt ihr das? Wie kann das sein? Ich glaube, das hat ganz tief mit der Sinnfrage zu tun. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich mit fast jedem Wie. Und ich glaube, das Gegenteil ist auch der Fall. Wenn du dein Warum des Lebens nicht hast, dann ist egal, wie erfolgreich du bist. Es ist egal, wie viel Geld du verdienst. Du wirst kein erfülltes und glückliches Leben führen können. Der Mensch kann ohne Sinn nicht leben. Was hat Gott am Anfang der Zeit zu Adam und Eva gesagt? Im Garten Eden. Geht hin und verwirklicht euer Selbst. Sucht tiefe Erfüllung im Ausleben eurer innersten Gefühle und macht das, was euch glücklich macht. Oder? Hat er das? Nein, er hat einen Auftrag gegeben.
Er hat gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht euch untertan. Ein Auftrag, den Schöpfungsakt fortzuführen, ein höherer Sinn. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, den wir heute oft vergessen, dass Sinn etwas Höheres ist, etwas Größeres als du selbst. Und mit unserem nach innen gekehrten Blick, wir können per Definition Sinn nicht aus uns selbst heraus interpretieren oder selbst basteln. Es ist etwas, was wir finden, nicht etwas, was wir erfinden. Und ein sinnerfülltes Leben ist eben dann die Fähigkeit, die Bereitschaft, das Angenehme und das Leichte dem wirklich Wertvollen und Sinnvollen unterzuordnen. Es ist viel mehr als die Pursuit of Happiness, das Streben nach dem Glück. Wer sind die Menschen, die du am meisten bewunderst? Martin Luther King, Nelson Mandela, Mutter Teresa, Mahatma Gandhi. Menschen, die ihr persönliches Wohlempfinden unter einen höheren Sinn geordnet hatten. Es geht eben nicht nur um dich. Du bist nicht der Hauptprotagonist dieser Geschichte. Und das ist ja fast schon ein Affront in der heutigen Zeit, wo sogar Google Maps, wenn wir die App öffnen, uns vorgaukelt, dass wir der Mittelpunkt der Erde sind. Es geht nicht nur um dich. Ich finde tatsächlich diese Aussage ziemlich entspannend. Sie nimmt uns eine Last. Der amerikanische Autor, den ich wirklich jedem ans Herz legen kann, der mich sehr inspiriert hat, auch für diesen Vortrag, John Mark Comer, schreibt in seinem Buch Folgendes. In unserer heutigen Zeit ist unser Selbst zum Fokus geworden, zur spirituellen Autorität, man könnte sagen zu Gott. Und das legt eine unfassbare Bürde auf unser Selbst, eine, für die es nie gemacht wurde. Es muss sich selbst finden, zu sich selbst werden, sich selbst treu bleiben, sich selbst glücklich machen, seine eigene zerbrechliche Identität beschützen. Aber was ist, wenn es gerade nicht so gut läuft? Wenn mal was schief geht, der Druck ist kaum auszuhalten. Die logische Konsequenz, die Statistiken über unsere mentale Gesundheit. Du bist wichtig, aber es geht nicht nur um dich. Es gibt etwas Größeres, etwas Höheres, eine größere Narrative, in die du dich einklinken darfst. Und wir müssen lernen, wieder weg von uns selbst zu blicken, nach oben. Die klinische Psychologin Elizabeth Lucas hat mal gesagt, wir müssen die Silberschicht unseres Spiegels abkratzen, um die Welt wieder sehen zu können. Ich würde fast sagen, um Gott wieder sehen zu können. Selbstverwirklichung und das Streben nach dem Glück ist so groß geschrieben in unserer heutigen Zeit. Aber ich sage euch was, glücklich sein ist wie cool sein. Je mehr du es versuchst, desto weniger bist du es. Und das ist mein erster Tipp an euch, mein erster Fixstern, mein erster Rat ist, hört auf, dem Glück nachzulaufen. Sucht euch einen höheren Sinn, etwas Größeres. Lasst euch von Gott rufen und klingt euch ein. Wir kommen zum zweiten Fixstern. Echte Freiheit braucht Grenzen. Der berühmte Filmregisseur und Schauspieler Woody Allen ist in den 80er Jahren mit Mia Farrow zusammengekommen. Und sie hatte zu dem Zeitpunkt bereits 3 Adoptivkinder, 2 aus Vietnam und eine 7-jährige Sun Yi aus Südkorea. Und danach hatten sie noch einen Sohn zusammen. Und die Jahre vergingen und die Beziehung begann zu bröckeln. Und eines Abends fand Mia auf dem Nachttisch von Woody Allen ein Nacktfoto ihrer Adoptivtochter. Woody Allen hatte eine Affäre mit der Adoptivtochter seiner Lebensgefährtin. Sie war 21, er 56. Das war natürlich gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Und in einem Interview 1992 versuchte der Interviewer herauszufinden, ob Woody Allen Reue hatte oder Schuldgefühle oder wenigstens moralische Zweifel. Aber der war sich keiner Schuld bewusst. Auf die Frage, warum er es getan hätte, sagte Woody Allen, "The heart wants what it wants." Das Herz will, was es will. Das Herz will, was es will. Folge deinem Herzen.
Das ist doch das Mantra unserer Zeit, oder? Hey, um authentisch und frei leben zu können, musst du doch deinen innersten Sehnsüchten folgen. Wo ist das Problem? Aber ich glaube, wir sehen alle, dass es in diesem Fall ein bisschen schräg klingt, oder? Wo hinkt unser Freiheitsgedanke? Und ich glaube, die Wurzel des Problems liegt bereits in den Gedanken von Jean-Jacques Rousseau. Er hat ja gesagt, dass wir als Menschen an sich gut sind, tief drinnen, und dass wir deswegen getrost diesen innersten Sehnsüchten folgen können. Ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Im christlichen Glauben sind wir gefallene Wesen. Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz jedes Menschen. Und wenn wir jetzt sagen, hey, folge deinem Herzen, die Frage ist, welchem Herzen folgst du denn gerade? Wir sind komplexe Wesen, wir haben alle möglichen Sehnsüchte, teilweise widersprechen sich diese, und was machst du denn, wenn dein Herz etwas will, was dir nicht gut tut? Der Apostel Paulus schreibt tatsächlich, dass zwei Herzen in unserer Brust schlagen. Er nennt sie Fleisch und Geist. Und im Galaterbrief schreibt er Folgendes. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das Fleisch sind diese animalischen Begierden, Gelüste nach Lustbefriedigung. Und der Geist ist was viel Sanfteres, Tieferes, eine Sehnsucht nach dem Wahren, dem Guten und dem Schönen. Es ist die Gegenwart Gottes in uns, die uns zu seiner Güte lockt. Und Paulus sagt sogar, dass wir Sklaven des Fleisches sind. Wir können gar nicht anders. Wir tun das, was wir nicht wollen. Wir können gar nicht anders, als die Tafel Schokolade an der Kasse noch mitzunehmen. Wir können gar nicht anders, als das Handy alle 5 Minuten rauszuholen, um zu gucken, ob da was passiert ist. Wir können gar nicht anders, als dieses Pop-up im Webbrowser zu klicken, wo eine leicht bekleidete Dame zu sehen ist. Wie frei sind wir wirklich? Wie frei war Woody Allen? Was bedeutet eigentlich echte Freiheit? Ich will euch jetzt 2 Freiheitskonzepte vorstellen. Das erste, die sogenannte negative Freiheit. Freiheit von etwas. Wir sind frei von allen Zwängen und wir dürfen machen, was wir wollen. Oder wie die berühmte skandinavische Philosophin mal gesagt hat, wo ist sie? Da, Elsa. No right, no wrong, no rules for me, I'm free. So singt sie so schön in Let It Go. Disney ist eine super Adresse, wenn man den Zeitgeist ein bisschen entlarven will. Also du darfst machen, was du willst. Du darfst kaufen, was du willst. Du darfst anziehen, was du willst. Du darfst schlafen, mit wem du willst. Du bist frei. Das ist die Freiheit, die unsere heutige Zeit propagiert wird. Aber es ist nicht die Freiheit, von der Paulus und Jesus sprechen. Sie sprechen viel mehr von der positiven Freiheit. Die Freiheit für etwas. Nicht nur die Freiheit, dich zu entscheiden, sondern die Freiheit, dich für das Gute zu entscheiden. Es geht nicht so sehr um die Autonomie von äußeren Zwängen, es geht vielmehr um die Fähigkeit, dich den verdrehten Begierden des Fleisches zu widersetzen. Der amerikanische Theologe Timothy Keller schreibt es folgendermaßen. Wir sehen, dass die Freiheit nicht das ist, was die Kultur uns sagt. Wirkliche Freiheit entsteht durch einen strategischen Verlust einiger Freiheiten, um andere zu gewinnen. Es geht nicht um die Abwesenheit von Grenzen, sondern um die Wahl der richtigen Grenzen und der richtigen Freiheiten. Und ich will euch jetzt ein Wort beibringen, das euch hoffentlich hilft auf eurem Weg in die positive Freiheit. Das Wort ist Nein. In unserer heutigen Kultur wird so oft groß geschrieben, Hauptsache alle Optionen offen halten. Kennt ihr so Leute, die nie wirklich verbindlich zusagen, bis kurz vor der Party könnte ja noch was Cooleres kommen? Das potenzielle Ja zu allem muss stehen.
Aber genau das führt doch dazu, dass wir auf hoher See sind und nicht wissen, völlig orientierungslos, nicht wissen, wohin. Nein trifft Entscheidungen. Nein zieht Grenzen. Und ein Nein zu ganz vielen verschiedenen Richtungen setzt dich frei, einer Richtung zu folgen. Also du kannst keine gesunde Ehe führen ohne ein Nein zu allen anderen Frauen. Du kannst nicht gesund leben ohne ein Nein zu Drogen und Fastfood. Du kannst nicht fokussiert arbeiten, kein Instrument lernen, keine stille Zeit mit Gott machen, ohne ein Nein zu Ablenkungen. Wir brauchen wieder viel mehr Menschen, die gesund Nein sagen können, die gesund Entscheidungen treffen, die gesund Grenzen ziehen können. Und ihr denkt jetzt vielleicht, naja, es ist ein bisschen kontraintuitiv, oder? Ich brauche Grenzen, um frei zu sein. Aber überlegt mal, ein Zuhause ist ja auch nicht nur eine freie Fläche. Dein Haus, deine Wohnung hat Wände, sie hat Mauern, sie hat Grenzen. Wir können ohne Grenzen nicht gesund leben. Und ich will euch heute ermutigen, diese Power des Neins neu zu entdecken. Also es herrscht ein Kampf in uns, Fleisch gegen Geist, wie Paulus es sagen würde. Und lass uns neu lernen, Nein zu sagen zu diesen verdrehten Begierden, die uns nicht gut tun, die uns versklaven. Und ich rede nicht von einer verkrampften Kopf durch die Wand aus eigener Kraft Aktion, sondern positive Freiheit bedeutet eben auch, dass wir eine Macht außerhalb unserer selbst brauchen, die uns befreit von dieser Sklaverei. Wie die anonymen Alkoholiker, die in ihrem 12-Schritte-Programm eine höhere Macht haben, um frei zu kommen von ihrer Sucht. Im Christentum ist diese höhere Macht der Geist Gottes, Gott selbst. Und es gilt, ihn einzuladen. Es gilt, ihm Raum zu geben. Es gilt, ihn zu fragen. Er weiß, was dir gut tut und er befähigt dich zu diesem Nein. Echte Freiheit braucht Grenzen. Wir kommen zum letzten, zum dritten Fixstern. Wahre Liebe macht sich verletzlich. Es gibt, so fair muss man sein, auch eine Regel, eine Grenze in unserer heutigen Zeit. Und die ist, du darfst machen, was du willst, solange du dabei keinen verletzt. Und Verletzung bedeutet natürlich nicht nur körperlich, sondern auch die Verletzung der Gefühle oder des persönlichen Freiraums des Gegenübers. Und das ist ja auch eine vernünftige Regel, oder? Aber was passiert, wenn sie zur einzigen Regel wird, zum höchsten Gebot? Hauptsache nicht verletzen, Hauptsache nicht verletzt werden. Wir fangen an, Menschen als potenzielle Gefahr zu sehen. So, was ist, wenn der jetzt eine andere Meinung hat, die ich nicht gut finde, die mich verletzt, wo negative Gefühle kommen? Was ist, wenn die Person mir zu nahe kommt, meinen Freiraum einschränkt? Was ist, wenn ich was sage? Was ist, wenn ich zum Täter werde? Das ist ja heute ganz tabu. Was ist, wenn ich sage, dass du den anderen verletzt? Menschen werden zur potenziellen Bedrohung. Und wir fangen an, uns Schutzschilder zu bauen. Wir fangen an, auf Distanz zu gehen, so eine Freiheitsbubble zu bauen, wie im Bubble-Fußball. Kennt ihr das? Wo man so einen aufgeblasenen Gummibällen-Fußball spielt. Und was passiert, wenn wir alle so eine Bubble anhaben? Wir verletzen uns nicht, aber wir berühren uns auch nicht. Wir verlieren Berührbarkeit. Es entsteht keine Nähe, keine Intimität, keine Beziehung. Auf sozialen Medien sind wir zwar so vernetzt wie noch nie zuvor, aber die Anzahl an Singles und Single-Haushalten steigt stetig an. Wir leben zum ersten Mal in der Geschichte, gibt's in deutschen Großstädten mehr Singles als Menschen in einer Beziehung. Es wurde mal gesagt, wir leben in einer kontaktreichen Beziehungsarmut. Und das, obwohl die Sehnsucht nach Beziehung nicht gesunken ist, laut Umfrage. Wie kann das sein? Naja, wenn deine Identität auf deinen Gefühlen basiert und negative Gefühle vermieden werden müssen und Verletzlichkeit und Verletzen tabu ist,
dann entsteht keine Intimität. Weil Intimität ist Verletzlichkeit. In einer Beziehung wirst du verletzen und du wirst verletzt werden. Und die Angst davor ist ein Schutzmechanismus und der Preis dafür ist die Einsamkeit. Der irische Schriftsteller C.S. Lewis sagt es, wie so oft, am schönsten. Er sagt, zu lieben bedeutet verletzlich zu sein. Wenn du irgendetwas liebst, wird dein Herz ausgewrungen und möglicherweise gebrochen. Wenn du sicher sein willst, dass es unversehrt bleibt, darfst du es niemandem schenken, nicht einmal einem Tier. Umwickle es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Luxusgütern. Vermeide alle Verwicklungen. Schließe es sicher in die Schatulle oder den Sarg deiner Selbstbezogenheit ein. Aber in dieser Schatulle, sicher, dunkel, unbeweglich, ohne Luft, wird es sich verändern. Es wird nicht zerbrechen, es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar werden. Zu lieben bedeutet verletzlich zu sein. Und wisst ihr, wie C.S. Lewis in seinem Buch Die große Scheidung die Hölle beschreibt? Er sagt, die Hölle ist eine Stadt, die immer größer wird, weil Menschen immer weiter voneinander wegziehen. Die halten Nähe und Beziehung nicht aus. Das ist die Hölle. Wir sind zutiefst Beziehungswesen. Wir brauchen Intimität und Nähe, so wie die Luft zum Atmen. Wie hat Jesus Beziehung gelebt? Der hatte keine Angst vor Berührung, vor Nähe. Der war mit Menschen unterwegs, der hat mit denen gelacht und geweint und gegessen. Der war berührbar, nicht nur für seine Jünger, sondern auch für Verstoßene, für Kranke. Aber er hat sich dabei nie verloren. Der ist klar geblieben, frei geblieben, authentisch geblieben. Er hat sich nicht gefragt, wie dient mir diese Beziehung? Wie dient mir das zu meinem persönlichen Glück? Er hat gedient. Er hat die Füße gewaschen. Er ist bis ans Kreuz gegangen, die ultimative Verletzlichkeit. Und das ist die Liebe, die die Menschen bis heute bewegt und anzieht. Und das ist die Liebe, die die Welt verändert und gerettet hat. Warum erzähle ich euch das? Ich weiß, die Liebe Jesu ist so ein Ideal, das wir hier auf Erden wahrscheinlich nicht erreichen werden. Aber ich glaube, es zeigt die zentrale Rolle der Verletzlichkeit. Gott hätte die Geschichte auch anders schreiben können. Jesus hätte so eine Art Chuck Norris sein können, der auf die Welt kommt, so ein Superhero, immer gut drauf, keine Schwäche, alle lieben ihn. Dann befreit er die Menschheit und dann samt Sixpack und Superfriese fährt er mit der Superman-Faust wieder in den Himmel auf. Das hätte auch sein können. Aber so hat Gott die Geschichte nicht geschrieben. Die Geschichte, die größte Liebesgeschichte aller Zeit, ist eine Geschichte der Intimität und der Verletzlichkeit. Und in unserer heutigen Zeit wird auch oft gedacht, dass die Liebe mir dienen. Auch die Liebe muss mir dienen. Ich muss glücklich sein. Sie muss gute Gefühle. Bloß keine negativen Gefühle. Bloß keine Verletzung. Aber Verletzlichkeit ist der Ort der Begegnung. Da ist Intimität, da ist keine Bubble, keine Distanz. Und da sind wir wirklich echt und authentisch. Und ich will euch jetzt, ich will mich, euch, uns allen, ich will uns ermutigen, dass wir auch hier wieder von uns wegschauen. Es geht nicht nur um uns, es geht nicht nur um unsere Freiheit, sondern wir sind Beziehungswesen. Lasst uns Liebe neu definieren, nicht als ein weiteres Feld der Selbstverwirklichung, sondern als einen Ort der verletzlichen Begegnung. Das ist mein Versuch, euch 3 Fixsterne mitzugeben, die euch hoffentlich Orientierung geben. Und was ich so schön finde am christlichen Glauben, ist, dass wir einen Vater haben, der dich geschaffen hat, der die Geschichte schreibt, der dir Sinn gibt. Dass wir den Geist Gottes haben, der in uns lebt, der uns in die Freiheit führt. Und dass wir Jesus, den Sohn, haben, der uns zeigt, was es bedeutet, echte, verletzliche Liebe zu leben.
Ich wünsche euch, dass ihr diese drei Fixsterne entdeckt, damit ihr diese, ja, in diesen Gewässern des expressiven Individualismus eure Reise heimwärts antreten könnt. Dankeschön.